der beeindruckenden Geisterstadt Ebene ging es weiter über endlos lange, geradeaus laufende Straßen Richtung Norden. Fast am Wegesrand fanden wir das Kleinod Mikkeltornis. Bis auf einen Campingplatz, den wir allerdings nicht angefahren haben, glich das Ganze einer Geisterstadt. Die Schiffssetzung allerdings war nicht original, sondern von einem lettischen Künstler nachgestellt. Und auch hier fiel es wieder auf. Der Strand blitzsauber, die Gegend nicht vermüllt, als hätte jemand vor uns aufgeräumt. Vermuten, dass es sich zu Sowjetzeiten hier um eine Art Erholungsgebiet gehandelt haben muss. Enden wollender Sandstrand, über den man, wenn man Zeit und die Kondition hat, die gesamte Ostseeküste abwandern kann. Soweit das Auge reicht, Wasser und Wald. Und dazwischen ein Streifen Sand und keine Menschenseele. Mal abgesehen von uns zwei Nasen.
jeden Abend diese atemberaubenden Sonnenuntergänge. Ich glaube, ich fahre wieder zurück.